Ja, hey Leute, ich bin wieder unterwegs, noch in der Bushcraften. Das Wetter ist schön. Ich habe hinter mir schon eine umgestürzte Kiefer gefunden, die ich gleich benutzen werde. Und zwar möchte ich heute eine Art Schwedenfeuer herstellen, aber nicht mit einer Kettensäge, sondern sagen wir mal so eine Art Bushcraft-Survival-Variante. Und ja, was habe ich dabei? Ich habe meine Säge und meine Axt dabei, Messer, und das sollte reichen. Also, los geht's. Ja, ich habe mir das Ganze jetzt hier ein bisschen aufgebockt, dass es höher liegt, damit ich besser arbeiten kann. Und werde mir jetzt hier so ein, ja, vielleicht 30 cm langes Stück raustrennen. Wichtig ist natürlich, dass nicht irgendwie Verästungen dabei sind, weil man später schlechter arbeiten kann. Und es sollte halbwegs gerade sein. Also als erstes ruhig ein Stück weg vom Rand, dass es nicht später durchbricht, einen Schnitt reinsetzen. Ihr könnt öfter mal einfach hier so drauf gucken und kontrollieren, dann seht ihr, wie viel ihr habt. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr als die Hälfte. So, damit sind wir fertig. Ich habe jetzt also hier einen ordentlichen Schnitt unten reingesetzt und der ist ein Stück über die Hälfte. Kann man immer gut kontrollieren, wenn man halt das Sägeblatt einfach reinsteckt. Müsste jetzt circa ein Drittel hier lang verlaufen. Und als nächsten Arbeitsschritt werden wir das jetzt praktisch wie so eine Art Stuhl hier rausspalten. Hier oben mit der Axt, und dann haben wir hier so einen riesen Block, der rauskommt. Also, so sieht das Ganze jetzt von oben aus. Wir haben jetzt erstes unten den Schnitt reingemacht, oben ausgetrennt, und dann ist das weggegangen. Das heißt, wir haben hier so eine Art Stuhl oder L, und das ist auch nicht groß bearbeitet. Das bleibt eigentlich so. Die beiden Sachen, die wir rausgetrennt haben, haben wir einmal in der Mitte gespalten. Das heißt, wir haben zwei so eine, ja, weiß ich auch nicht, wie man das jetzt nennt, wie so eine Kaminscheite. Und da haben wir die Spitzen ineinander, haben wir, also die scharfkantigen Ecken, haben wir abgetrennt, sodass, wenn wir das später wieder zusammenpuzzeln, in der Mitte so eine Art Kanal haben. Ne? Das ist ja auch das, wo später dann die Flamme drin sein wird. So, damit das Ganze jetzt aber noch mit Luft ordentlich von unten befeuert wird, haben wir jetzt an allen Ecken Kanäle reingemacht, wo dann die Luft drunter zirkulieren kann, und dann in diesen Schacht von unten reinfeuert, also wie ein Ofenprinzip. Und da haben wir halt einfach diese beiden Scheide genommen und jeweils unten an den Ecken einfach ein Stück reingesägt und mit der Axt ausgespalten. Wenn man das dann wieder alles schön zusammenpuzzelt, dann hat man im Endeffekt sein, natürlich falsch rum, sein Schwedenfeuer quasi schon fertig. Ich habe das Ganze schon mal ausprobiert letztes Wochenende und habe versucht, das jetzt, da das ja gespalten ist, muss man das ja irgendwie zusammenhalten können, mit natürlichem Material verbunden, das natürlich dann irgendwann abbrennt. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach ein Stück Draht mitgenommen und werde das Ganze jetzt hier zusammen fixieren, aber hier zwischen noch kleine Stückchen legen, damit halt auch noch Luft von außen reinkommt. Ja, das werde ich jetzt vorbereiten, und dann werden wir das Ganze mal entzünden und schauen, wie es funktioniert. Ich feuer das unten meistens ein bisschen mit
Birkenrinde an. Man hat ja wie so einen kleinen Ofen. Das erstmal, ja, das Holz muss ja erstmal Flammen kriegen. Und dann kann man das von unten so ein bisschen anheizen. Ja Leute, es brennt, es qualmt zwar gerade noch ein bisschen, weil das Holz doch sehr feucht war, aber es funktioniert. Flamme kommt oben raus, man könnte sich jetzt auch noch einen Topf oben drauf stellen, was kochen. Ja, ein bisschen blöd ist das mit dem Draht, ich würde lieber natürliches Material nehmen, aber habe jetzt nichts gefunden, weil eigentlich alles durchbrennen würde. Wenn euch was einfällt, was man stattdessen nehmen könnte, was man draußen findet, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und ja, wenn irgendwie Fragen sein sollten, schreibt sie in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.